Stream ist noch eher und ich gehe was süffeln, echt wahr. Ich bin am Süffeln. Na, Saft. Am Saufen. Meine ich. Trinken. Ausdruck. Ich weiß nicht, woher der Ausdruck kommt. Egal. Herzlich willkommen. Zurück. Ich habe lange nicht mehr Predator gespielt. Nein. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Stream mit Predator Hunting Grounds. Ich freue mich richtig, es mal wieder zu spielen. Ich habe es jetzt ein paar Tage pausiert. Aber jetzt ist der Dutch DLC gekommen und das möchte ich natürlich ausprobieren. Bin gespannt, was der eingesprochen hat. Für die, die den Hintergrund nicht kennen, oh, mal auf Instagram posten. So. Arnold Schwarzenegger mimte den Hauptdarsteller, den Soldatenanführer. Boah, ich weiß nicht mehr, welchen Rang er war. Ich glaube Sergeant. Sergeant Dutch Schäfer. Und der ist jetzt zurück, sozusagen. Nämlich hier im Spiel. Ihr seht ihn hier im Menü, wie er von meiner Predator-Dame gehalten wird. Das ist ein Skin, oder besser gesagt, eigentlich ist es eine eigene Klasse. Und den kann man jetzt spielen. Das ist einfach geil. Und da hat sogar, wie man sieht, sie haben Arnold Schwarzeneggers Gesicht eingescannt. Und er hat auch Voice Lines eingesprochen. Der hat auch so Aufnahmen hier. Das kann man ruhig mal kurz anhören. Aufnahmen, die halt erklären, was Dutch nach dem ersten Predator-Film gemacht hat. Und das ist echt mega interessant. Es ist mega geil, einfach dieser Fanservice. 1992. Man muss sich vorstellen, Arnold Schwarzenegger hat seit Jahren, ist ewig her, dass er das letzte Mal, dieser Predator-Film ist übelst alt. Und er hat seit 38 Jahren hat er diese Rolle nicht mehr gespielt. Und im Prinzip jetzt ist er wieder reingeschlüpft. Das ist einfach eine Sensation. Also zumindest für Filmfans ist es eine Sensation. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder, der sich den Stream ansehen wird, das nachvollziehen kann. Aber auf jeden Fall, ich finde es cool. So, und dann spiele ich direkt los. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Spiel einschalte und mit drauf bin, Fireteam zu spielen, statt Predator. Einfach nur wegen diesem DLC. Ist ein Paid DLC, also ja, man muss dafür bezahlen, 6,99. Aber es ist mir persönlich wert. Ob es jetzt jemand anders wert ist, keine Ahnung, darüber möchte ich jetzt nicht wirklich diskutieren. Da hat jeder seine eigene Meinung, aber ich sag, kann man ab und zu mal machen, wenn es einem wert ist. Das entscheidet ja jeder für sich selber. Man muss das ja nicht kaufen. Es ist ein Goodie. Es ist jetzt nicht so was riesen Besonderes, wo man sagen muss, das ist ein Must-Have. Aber für Filmfans schon. Für Filmfans, die das Spiel gekauft haben, weil sie die Filme toll finden. Da lohnt sich das auf jeden Fall, würde ich sagen. Schauen wir kurz mal in Predators. Was hier ist. Ich glaube, ich nehme den Celtic auf jeden Fall. Wenn ich in Dutch kämpfen muss, nehme ich Celtic, oder? Nö, mit Celtic kann ich nicht so gut kämpfen. Aber ich bin am besten... Ah, ich lasse Carnivora. Lasse ich mein Carnivora-Set hier, lasse ich aktiv. Ah, nicht Schwarzenegger. Man kann die sogar customizen. Bob heißt das Set noch. Ich habe es... Ja, vorher Bob genannt, da war es noch nicht Arnold Schwarzenegger. Aber ich habe es jetzt umbenannt. Ich glaube... Waffennamen ändern, will ich das machen? Ich weiß nicht. Bob, hier ist ja vorher Bob. Ich benenne ihn um in Onkel Bob. Obwohl es eigentlich ein anderer Charakter ist, aber ja. Das frage ich später, wenn noch Zuschauer hier ins Stream kommen, dann frage ich euch mal, ob ihr die Anspielung versteht. Das ist eine Arnold Schwarzenegger-Anspielung von einem seiner Filme. Verrate ich jetzt nicht, was es soll, Onkel Bob. Aber vielleicht... Ich kenne mindestens einen Zuschauer, der es wissen wird. Aber ich weiß nicht, ob der einschaltet. Also ich kenne mindestens einen Abonnenten, der das weiß. Aber da bin ich mal gespannt. So 2 Minuten Wartezeit. Als Fireteam, was ist denn los heute? Vielleicht hätte ich doch lieber als Predator suchen können. Ich stelle mir vor, jetzt wollen viel mehr Leute momentan
Feuerteam spielen als Soldat, als Predator, weil einfach wegen dem DLC. Ich stelle mir vor, wenn ich dann jetzt später dann als Predator suche, dass vielleicht die Wartezeiten signifikant kürzer sind. Das ist so meine Hoffnung. Meine persönliche. Schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet. Habe ich jetzt eigentlich, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Der Sound ist ja, der Sound vom Fernseher ist down. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendein ungutes Gefühl habe ich, dass irgendwas nicht funzt oder irgendwas schief gehen wird. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich vertraue nicht wirklich meiner Technik und so kann ich auch nicht vertrauen. Hat sie mehrmals bewiesen. Vielleicht ist es nur natürlich, dass ich da diesen Instinkt jetzt habe. Sie spielen alle Dutch. Es wird lustig. Ja, das war meine einzige Befürchtung mit dem DLC. Es wird halt jetzt eine Zeit lang, bis ein neuer DLC kommt mit einem anderen Charakter. Oder bis dieses Dutch-Fieber, sage ich mal, abgeklungen ist. Wird es einen Haufen Clone Wars-Matches geben, sozusagen. Wird es einen Haufen Matches geben, wo vier Arnold Schwarzeneggers gegen einen Predator kämpfen. Alter, Leute, was ist denn los? Warum haut ihr denn ab? Wir waren zu dritt. Drei Leute und ein Predator. Wartet doch kurz, Mann. Der eine Typ kommt rein, geht wieder raus. Sowas kotzt mich an, ey. Da kann man doch mal kurz warten. Bis es einen fünften Spieler findet. Unmöglich. Manche Leute haben überhaupt keine Geduld. Ja. Die Matchsuche macht mir hier mal wieder einen Dämpfer rein. Das ist ja immer so bei dem Spiel. Es hat sich nicht gebessert. Wird es auch nicht. Ich glaube nicht, dass es direkt an den Servern liegt. Von Ilphonic her. Das Problem ist einfach, ja, ich glaube, das ist bei allen asymmetrischen Multiplayern irgendwie, dass es Suchprobleme gibt. Ich hatte auch schon bei Dead by Daylight mehrmals den Moment mit Kumpels, wo wir wirklich eine Viertelstunde auf ein Match gewartet haben. In der Gruppe zu viert aber. Wir hätten bloß einen Killer suchen müssen, aber es hat einfach nichts gefunden. Auf Teufel komm raus. Das ist schwer, sowas hinzukriegen, stelle ich mir vor. Bei so asymmetrischen Multiplayer, weil es da es asymmetrisch ist, kann sein, dass es von der einen Seite weniger Spieler gibt als von der anderen Seite. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist einfach schwieriger. Für den einen irgendwie, du brauchst ja ein Gegensatzstück. Du suchst ja nicht nur andere Soldaten, sondern du suchst ja einen, der als Predator gesucht hat. Und das ist das Problem, dass die dann zueinander finden, alle zusammen. Weil ich glaube, auf jeden Soldaten kommen 10 Leute, die Predator spielen wollen. Und das ist eins der Probleme von dem Spiel, was sich halt nicht ändern lässt, weil die Leute wollen halt Predator spielen. Das ist halt. Das Spiel heißt halt Predator. Deswegen kauft man sich das Spiel normalerweise. Aber ja, nur mal so, um zu klären, woher das kommt. Ah, die Clone Wars. Oh, schau das an. Ich meine, es ist so cool, aber trotzdem. Zwei Dutchs. Oh, Moment, sind es andere Leute? Bin nur ich Dutch? Nö, das sind alle Dutch, oder? Nein, es sind drei Stück. Und eine spielt eine Frau. Was will diese Frau? Können wir die rauswerfen? Wir sind alle Arnold Schwarzeneggers, wir sind gestandene Männer. Und dann läuft da so eine Frau rum. Jetzt nicht sexistisch sein wollen, aber das hier ist eine Arnold-Runde. Lol. No girls or other men allowed. Arnold only, müsste man das Match nennen. Man kann der mich hören? Ich glaube nicht. Eigentlich sollte er mich nicht hören können, weil dann müsste ich ja. Nein, dann wäre dann Voice-Ding. Ich mache ihn jetzt einfach aus. Ich töne es einfach stumm schalten, so. Das nervt mich zwar sowas. Ja, eigentlich sollte man kommunizieren in dem Spiel, ne? Miteinander, das ist schon klar. Bald ein!
Ach, sie hat immer noch das drin, dass ich Probleme mit dem Sprint habe. Ich glaube, ich muss einfach den Controller später wechseln. Ich habe noch den goldenen da, mit dem ich... Weil unerklärlicherweise funktioniert beim anderen Controller wiederum die Sticks bei anderen Spielen nicht. Aber nur bei dem Spiel funktioniert es besser. Funktioniert der andere Controller besser, nur bei dem Spiel hier. Ich check das nicht. Ich check nicht wieso. Wir müssen das Netzwerk analysieren, um die Schwachstelle zu finden. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann sag mal, was passiert eigentlich, wenn ich einen Emote mache? Ey, er sagt gar nichts. Oder? Nein, er sagt nichts. Was ist das? Warum haben sie nicht irgendwelche Emote-Voice-Lines mit ihm reingeschmissen? Passt auf euch auf, Budo. Er sagt nichts. Oh, das ist mein Fehler, nö. Der sagt einfach nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Also das ist schon sehr schade. Das ist schon sehr, weil ich spiele hier Ego-Perspektive. Was habe ich denn, wenn er nicht mal irgendwelche Sprüche bringt? Der Dutch, was habe ich denn davon, wenn ich Dutch spiele, wenn ich ihn bloß aus der Ego-Perspektive sehe? Gut, okay, wenn der Predator mich tötet, kann ich meinen Charakter sehen, aber ich will ja nicht getötet werden. Das ist ja nicht das Ziel. Das ist jetzt schon sehr schade. Das, ja. Wo haben wir denn, wo ist er denn? Ah, da. Das ist ja irgendwo da drüben. Dachte, ich hätte ihn gesehen. Lol, wenn ich das Ding gegen das Licht halte, dann sehe ich gar nichts mehr. Ach so, das ist ja ein Hologramm, ne? Schritt 2. Leitet den Systemkern ein und wartet auf die Analyse. Dabei wird vermutlich ein Netzwerkalarm ausgelöst. Ihr müsst also mit Widerstand rechnen. Sichert das Gebiet, bis wir die Schwachstelle gefunden haben. Wir müssen ihn retten, wir müssen ihn retten. Wo liegt er denn? Warum liegt er jetzt da oben? Das lag er eben noch nicht. Eben lag er noch unten. Halt's Maul. Shotgun. Oh, das ist ein guter Predator. So, haben wir den jetzt bald mal? Habt ihr ihn jetzt wiederbelebt? Jawohl. Schnell. Ich mal ein bisschen Geschwindigkeit ein. Ist das Ding zerstört? Ihr habt nicht mal den Alarm aktiviert. Oder haben sie? Irgendwie funktioniert der nicht. Ich habe das Gefühl. Ja, okay. Der Alarm sah weder zerstört aus, noch hatte ich irgendwie ein Icon, um ihn zu deaktivieren. Ich glaube, sie haben tatsächlich ein paar neue Bugs rein. Mit dem Patch, das hat Illphonic manchmal so an sich. Das haben sie bei, gab es bei Friday auch. Dann haben sie mit einem Patch alte Bugs beseitigt und dann dafür kamen neue drauf. Das ist wie so ein Überraschungsei, so ein Patch von Illphonic. Alter, ich kann nicht sprinten. Was soll denn das? Er lässt mich legit nicht sprinten. Ich drück den Stick rein. Ich drück ihn rein. Jetzt funktioniert's, du Arschloch. Vorführeffekt. Renn jetzt! Ich hasse dich. Siehst zwar aus wie Arnold Schwarzenegger, aber ich hasse dich trotzdem, wenn du nicht sprinten kannst. Okay. Warte ich mal den einen Typen. Na, passt doch. Hoffentlich stirbt er, bevor das hier abläuft. Bitte stirb doch. Ja, jetzt, er stirbt zu spät. Da kommt er nicht zurück. Feuerteam hat Verstärkung erhalten und der stirbt jetzt. Ja, was macht denn der Teammate? Warum hilft er ihm denn nicht? Alter, es kotzt mich an. Lass mich sprinten, Spiel. Der ist ziemlich langsam, ne? Fühlt mich gerade auf. Feuerteammitglied gefallen. Setz die Mission fort. So, wir haben ihn kaum fast down oder was? Ich habe ihn gerade gehört.
Ist er da irgendwo? Ach nein, das ist das Knistern, was ich gehört habe, oder? Dass ich da, ja. Ich habe ein OBLF-Tape, also wäre schön, wenn ich die Runde überleben könnte. Schauen, warte mal hier unten. Hier drinnen. Er hat ein Schwein getötet. Er regeneriert sich. Können wir jetzt weiter hier? Schritt 3. Wenn die Daten kompiliert wurden, wissen wir, was ausgeschaltet werden muss, um die Schwachstelle freizulegen. Das sind diese drei Generatoren. Lass mich einschlammen. Der kommt gleich. Lass mich einschlammen. Alter, was? Ja, ich kann doch nicht auf beides schießen. Das ist jetzt bald mal kaputt. Ey, da, wieso hält denn das so viel aus? Schnauze, Mann! Wo sind meine Teammates? Warum sind die tot? Wie sind die gestorben? Alter, sorry, dass ich mich schon wieder aufregen muss. Aber es sind schon wieder so inkompetente Leute, Mann. Hörst du auf, Junge? Hörst du auf? Ich hab selber eine Predator-Klinge. Lass mich. Oh, toll. Jetzt tötet er einen Schwarzenegger. Jetzt wird er mich gleich sterben. Oder doch nicht? Kumpel, der lässt dich mich niemals wieder beleben. Bist du wirklich so dumm? Du musst ihn erst in Second Bind mindestens schießen. Dann zieht er sich zurück. Aber es ist doch ein Speer. Warum verliere ich mich gegen einen Speer? Wie dämlich sind denn die? Oder wie gut ist der Typ, der spielt einen Speer? Der hat die wenigste Gesundheit von allen. Ey, wie war denn das jetzt möglich? Jetzt fühle ich mich gedemütigt. Das war ein verdammter Speer. Hat jemand Bandagen? Ich wechsle meinen Controller. Das hat jetzt Priorität. Weil sonst, okay. Ich muss ja rennen können. Das geht ja nicht. Das ist essentiell in dem Spiel. Schaut euch das an! Schaut, wie alles brennt! Unglaublich, dass es geklappt hat! Köpfe runter! Feindkontakt! Nein! What the fuck? Ja! Fuck! Nein! Warte! Ja! So, den muss ich ausschalten. Ist aber auch nie Platz. Jetzt verwirrt. Keine Ahnung, was das war. Man schreibt kurz einen Kumpel.
Hey, good game though. Y'all did do good. I just made some dumb decisions. Was hat der Typ gesagt? Hab gerade nicht zugehört. Irgendwas hat er gelabert im Audio-Chat. Ja, okay, das war auf jeden Fall ein Typ. So, auf jeden Fall ein guter Speer, du. Oder mein Team war einfach so schlecht. Ich glaube, mein Team war schlecht. Wir haben uns ziemlich getrennt, oder? Ich hätte nicht wegrennen sollen, vielleicht den einen wiederbeleben. Ich hätte bei den anderen beiden bleiben sollen. So, jetzt gibt's auch Daily Challenges. Das ist auch neu mit dem Update gekommen. Also das ist nicht Teil vom DLC, sondern das ist mit dem Update gekommen. Die Dutch Tapes auch. Nur Dutch zu spielen, das ist ein DLC, den spielen zu können. Also Dutch als Klasse und als Aussehen. Jagdmatches als Feuerteam gewinnen. Ja, habe ich keins. Und das Geile ist diese schwierige Herausforderung. Ich hoffe, es gibt öfter solche schwierigen Herausforderungen. 15 Biomasken zerstören. 15 Predator-Masken zerstören. Also 15 Mal den Predator die Maske wegschießen. Das ist cool, weil das ist eigentlich schwer machbar, weil es ist etwas schwer. Okay, außer du benutzt die ganze Zeit das Scharfschützengewehr, das kannst du schon schaffen. Aber es ist etwas schwerer, auf jeden Fall schwerer als 10 Matches zu gewinnen mit Feuerteam. Ich finde es aber cool, weil du kriegst dafür 15.000 so Veritanium, so Ingame-Währung. Und ich finde, die sind dann auch gut verdient. Das finde ich cool, dass man dafür dreimal so viel bekommt wie für die normale Challenge, für die leichte. Weil das hast du ja auch verdient. Das finde ich cool, solche Challenges. So, das wollten sie ursprünglich mal in Friday reinbringen, aber dann haben sie ja den Support eingestellt. Leider. So, spiele ich nochmal Feuerteam. Ehrlich gesagt hätte ich mal Lust auf Predator, aber ich spiele mal Feuerteam nochmal. Einfach weil es so cool ist mit Arnold. Wie er schaut. Cool. Ach, Arnold. Schon cool, dass er noch solche Sachen macht. Mit wie alt ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich find's cool. So. Wir haben Informationen erhalten, die vermuten lassen, dass Stargazer sich als Datenbroker für mehrere Kartelle, Guerilla-Fraktionen und andere paramilitärische Gruppen verdingt. Sie sollen Beweismittel von ihrer Ausrüstung herunterladen, damit wir sie entlarven können. Ich kann mich nicht entscheiden für einen Punkt zum Aussteigen. Nimm jetzt einfach den und hoffe, dass... Ich hoffe einfach, das Spiel schmeißt uns nicht ans andere Ende der Objective, also ans andere Ende der Map. Also an das Ende der Map, wo nicht die Objective ist und die Objective ist am anderen Ende der Map. Oh, ich erkläre immer die Sachen so kompliziert. Ich kann sowas gar nicht. Aber auf jeden Fall bessere Beleuchtung immer noch. Das muss ich noch verbessern. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Euch ist vielleicht eingefallen, dass die Kamera hier, dass ihr mich aus einer anderen Perspektive seht, nicht mehr so nervig von unten, wie bei den vorherigen Videos. Das hat den Grund, dass ich mir einen Kameraarm zugelegt habe. Als es jetzt an so einem Metallarm befestigt, meine Webcam, wie es an einem Metallarm befestigt, der wiederum am Tisch befestigt ist. Und somit kann ich sie höher hängen, als sie ist, wenn sie auf dem Laptop geschraubt ist. Das ist ziemlich cool. Vor allem sieht es cool aus, sieht voll professionell aus. Hab davon ein paar Fotos gemacht in meine Insta-Story rein. Vielleicht poste ich das auch noch. Das sieht direkt schon viel professioneller aus. Wenn da jemand zuschaut. Schade, dass ich gestorben bin. Ich hatte ja ein OBLF-Tape, ne? Fuck. Ist aber cool gefunden, wenn nicht alle Dutch Tapes sofort freigeschaltet sind, muss ich dazu sagen. Ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie
1 oder 2 am Anfang bekommt. So umsonst, um zu zeigen, ja, das bekommst du. Und dann sagen, ja, den Rest musst du finden in den Missionen. Wow, das habt ihr toll gemacht. Warum habt ihr den nicht erschossen, bevor er mir eine Granate ranwirft? Mein Gott, ist der schlecht. Sag mal, hat er einen Bug oder warum schießt er die ganze Zeit? Das klingt wie ein Noob. Oder er hat diese Handkanone. Es kann auch sein, dass er deswegen so schnell schießt. Wo schießt denn der? Was machen denn die da unten? Was machen wir überhaupt hier? Wir sind gar nicht bei der Objective. Wir müssen in eine ganz andere Richtung. Ach Leute, wo bin ich denn? Was mache ich denn? Warum schießen die hier auf sämtliche Fässer? Finde ich ein bisschen blöd. Sie hätten irgendwas machen können. Keine Ahnung. Dass irgendwie ein anderes Ausrüstungsset irgendwie das Aussehen ist. Dass sie anders aussehen halt für mich aus meiner Perspektive. Wenn schon eine Dutch ist, wenn ich schon Dutch spiele. Keine Ahnung. Ich finde es nicht cool, dass alle wie Dutch aussehen. Irgendwie. Also für alle Spieler, man hätte es so machen können. Ich weiß, dass es geht. Weil das ist so ein für Last of Us. Da kannst du selbst, wenn dein Kumpel irgendwie als Firefly spielt und du spielst als Hunter, die sehen ja verschieden aus, aber wenn du mit ihm in einer Gruppe zusammenspielst, dann sieht es für deinen Kumpel so aus, wenn ihr beide Firefly seid, und für dich sieht es so aus, wie wenn ihr beide ein Hunter seid. Wenn du die gewählt hast. Also sowas ist möglich. Dass der eigene Spielercharakter für andere Spieler anders aussieht. Warum kann man die Alarme nicht mehr ausmachen? Muss man da jetzt drauf schießen oder was ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Das hat schon eben nicht funktioniert. Geht das jetzt gar nicht mehr? Oder ist es ein Bug? Ich würde es mir gern wissen. Ich meine, irgendwie würde ich es begrüßen. Weil es würde das Spiel schwerer machen. Weil das erste, was ich mache, irgendwie in 50% der Fälle, wenn mich der Predator nicht verfolgt, ich renne zum ersten Alarm, den ich sehe. Du auf dem Weg dahin ein paar KIs wegknallen und schau, dass ich den Alarm entschärf. Und das ist halt ziemlich einfach. Was? Sie haben ihn gekillt? Na gut, okay, der Clown wie ein Noob. Der hat es vermutlich verdient. Wir haben Jäger gespielt. Ich habe immer noch Probleme mit dem Sprinten, ne? Ich komme nicht voran. Haben die eine neue Musik? Ich glaube, die haben eine neue Musik fürs Verteidigen vom Predator. Das hört sich anders an. Haben sie echt neue Tracks im Spiel? Das wäre cool. Ja, ich glaube, das ist ein komplett neuer Soundtrack. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal gehört habe. Das ist cool. Wo ist der Pratt? Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Sieht aus wie ein Männchen. Ist ja langweilig aus. Was ist das für eine Maske? Ich möchte die Maske sehen. Ich möchte die Maske sehen. Das war eine normale Maske. Ah, jetzt sehen wir aber den Handshake, oder? Mit Arnold Schwarzenegger, come on. Ah, komm! Gerade bei der Cutscene hängt's. Das ist das epischste. Oh, dieser Arm einfach. Dieser Unterarm von Arnold Schwarzenegger. Das ist Wahnsinn. Sieht er heute noch so aus? Ich weiß nicht, weil den Bizeps sieht man nicht so oft. Nicht den vollen, den meisten Videos, die er hochlädt und so. Weil er hat ja einen eigenen YouTube-Account auch. Hat er meistens irgendwie ein T-Shirt oder ein Poloshirt oder was an. Ich würde mal wieder gern heute in so ein Muskelshirt ziehen, wie der aussieht. No homo. Obwohl beim Schwarzenegger? Wo ist denn mein Handy?
Das Cape ist cool, aber das Problem ist, darunter verschwinden hin und wieder ein paar Sachen. Wenn ich mein Handy suche oder so, dann kann es halt unterm Cape liegen. Oder es liegt auf dem Cape und wenn ich aufstehe, fällt es runter. So. Spiel ich mal Predator. Jetzt habe ich mal wieder Bock auf den Pred. Oh, 1:36 ist die vermutete Wartezeit. Ey, das wäre ja legendär, wenn es jetzt wirklich so wird. Natürlich auch wegen der Challenge spielen, wahrscheinlich, denke ich mir. Ach, das ist raffiniert, ne? Das ist eigentlich raffiniert. Wenn du jetzt eine Soldaten-Challenge machst, wenn du jetzt nur Challenges für Soldaten machst oder zum Großteil, dann erhöht das die Chance, dass mehr Menschen Soldat spielen und dann gibt es kürzere Wartezeiten als Predator. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Das ist eigentlich ziemlich genial. Das macht diese Challenges nochmal eine Spur geiler eigentlich. Kann ich davon einen Link posten? Ich habe oft versucht, auf Instagram Links zu posten. Irgendwie geht's. Ich habe es bei anderen Leuten gesehen, aber ich kann es nicht. Ich verstehe nicht, warum es mir nicht gelingt. Warum ich nicht... Oh, Moment, jetzt hört ihr gleich meinen eigenen Stream. Mal kurz einfach einen Link kopieren. Instagram. Wird's ja am liebsten. Weiß nicht, ob das geht. Oh, ich bin Predator, scheiße. Ja, dann mache ich das später. Ich verstehe es nicht. Irgendwie kann man doch Links reinsetzen in Instagram. Aber ich selbst mein Profil, der Link zu meinem YouTube-Account. Es funktioniert nicht. Ich verstehe nicht, wie das geht. Bei allen anderen Seiten funktioniert es nur bei Insta nicht. Musst du irgendeinen extra Furz irgendwie machen. Ich verstehe es nicht. Warum solche Seiten sich nicht einfach den Konsens anschließen können? Wenn es auf allen Seiten so funktioniert, verstehst du? Und dann sagt Instagram, sagt er, nein, 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 wir machen das nicht so. Wir machen das anders, wir machen das so. Warum? Verdammte Scheiße, bei allen anderen Websites kopiere ich einfach den Link und füge ihn wo ein und wenn ich das dann poste, dann kann man draufklicken. Warum geht es bei Insta nicht? Ich sehe sie nicht. Okay, wo bin ich denn gespawnt? Hier hinten, ne? Vielleicht sind sie... Ja, ich schaue ich als erstes zum Fischerdorf, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal Richtung Fischerdorf. Chancen sind 50-50, dass sie da unten sind. War da ein Wildschwein? Ich hätte gedacht, ich bin über ein Wildschwein gesprungen. Egal. Gerade Schüsse gehört. Gerade eben hat es geballert. Ich weiß nicht, wo es geballert hat. Aber irgendwie hat geballert. Wie Gefahr. Oh, oh, jetzt habt ihr euch verraten, Leute. Sie sind auf dem See. Sind etwas weiter hinten, aber sie sind auf dem See. Okay. Alles Dutches? Ja, alles Dutches. Mm-mm. So einfach geht's nicht. Dein Trophäe muss schon in Dutch.
Ach, verdammt! Diese scheiß KI-Soldaten! Nur wegen denen! Wegen denen habe ich die scheiß Übersicht verloren. Weil hier überall die KIs rumwuseln müssen. Wahrscheinlich, weil das Fireteam zu dumm ist, den Alarm... Ach ja, das geht ja nicht mehr. Oder ist es ein Bug? Ich weiß es nicht, ob das so sein soll, dass man den Alarm nicht mehr ausschalten kann oder ob das ein Bug ist. Die Frage ist noch unbeantwortet. Scheiße. Vielleicht hätte ich es aufs Dachfeuer springen sollen. Ich bin echt kein schlechter Predator. Ich meine, wenn ihr den letzten Stream gesehen habt vom Spiel, dann wisst ihr das, aber... Das war jetzt echt unübersichtlich mit diesen scheiß KIs. Ich will den einen letzten, dann sehe ich da was. What the fuck, das sind keine Ahnung, 4, 5 Leute. Ich weiß nicht, auf welchen ich schießen soll. Das war jetzt echt kompliziert. Ach, das sind sie doch. Was mache ich denn? Okay. Warte mal. Ey, geht es im Wasser? Ich frage mich, ob es im Wasser geht. Ist sie doch irgendwo? Alle. Wow, what the f. Bleib stehen! Bleib stehen, Alter! Alter, was ist denn? Was ist denn heute los? Warum sind die alle so verdammt stark? Boah, ich habe gleich keinen Bock mehr aufs Game, ohne Witz. Das kann nicht sein. Wie können die alle auf mich schießen auf einmal? Vor allem der eine hat mich nicht mal entdeckt, der rennt direkt mit mich herein. Auf einmal schießen alle auf mich. Ich, keine Ahnung. Muss erstmal, ich gehe in den Felsen, das bringt bestimmt was. Ich rufe mal Patrick an, ich muss mich unter seinem Felsen verstecken. War der gut? Ich weiß es nicht. Ob der gut oder schlecht war. Es ist ja keiner da, um es zu kommentieren. Okay. What the f- Was zum- Bleibst du stehen? Was ist dein Problem, Alter? Warum rennt der random einfach an mir vorbei? Warum downen die mich so schnell? Habe ich wenigstens den- Ja, den einen Kill habe ich. Gott sei Dank. Sonst hätte es mich angekotzt. Ich verstehe das nicht, Alter. Ja, natürlich haben sie die Explosion gestoppt. Aber, sag mal, was war denn das jetzt? Haben die mir eine Falle gestellt? Oder warum ist der Typ die ganze Zeit rumgerannt? Ich schwöre, das war bestimmt derselbe Typ. Der rennt da einfach rum und ignoriert mich. Und ich versuche ihn ein paar Mal mit der Netzkanone zu erwischen. Wie verdammt unhöflich, ey. Ich mache mich auf den Weidenweg. Von Yautja Prime. Ja, bekommt die Ehre, meine Beute zu sein. Dieser verdammte Fleischling vom Planeten, der den Namen Dreck trägt. Von etwas, das auf dem Boden liegt. Ihr versteht schon. Und dann rennt ihr einfach mir vorbei, als wäre nichts. Dieser Typ. Schwarzeneggers muss man nicht verstehen. Was hat denn schon wieder... Ach, leg mich doch Google. Google hat schon wieder irgendwas verstanden. Weil es hat gedacht, es muss irgendwas suchen. Obwohl ich es nicht gefragt habe. Warte mal, ich versuche jetzt mal meine Story zu posten.
Warte mal. Link ein. Ja, funktioniert es? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, nein, ich mache keine Story mit dem Link. Und dann ist es aber noch peinlich, weil man nicht draufklicken kann. Ich meine, what the fuck? Wie hat es programmiert bei Insta? Ich verstehe das nicht. Vielleicht haben sie es inzwischen gefixt. Ich schaue mal auf meinen Account. Ich glaube nicht. Nein, natürlich funktioniert der Link nicht. Leck mich doch am Sack. Ich verstehe nicht, was das soll. Kann ich die Story überarbeiten oder so? Okay, jetzt pass auf. Ich versuch's mal auf Insta. Ich bin eine Technik-Nieder. Sonst würde ich es vielleicht verstehen, warum das nicht funktioniert auf Insta. Mit den Links. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Einfach so. Ich habe eben den Link gespeichert. Ich verstehe nicht. Also eigentlich müsste es funktionieren. Mal gespannt. Link Doppelpunkt. So. Moment. Na, warte mal. Kann ich da auch... Mich ist da... Das funktioniert nicht. Tut mir leid, dass ich es mitten im Stream mache, aber ich verstehe es echt nicht. Es nervt mich echt riesig. Was das soll. Insta Links. Technologie ist echt kompliziert. Ja, ich weiß nicht, die Technik. Also, meine Großmutter sagt immer, das Internet ist der Untergang des Abendlandes. Natürlich ist das Schwachsinn. Aber manchmal denke ich mir, was ist, wenn sie nicht mal so Unrecht hat? Man kann es nicht mal kopieren. Wie sollen die Leute, wenn sie es nicht kopieren können? Ich bin am Verzweifeln hier. Kann mir mal bitte, um Herrgotts Namen, hier einer reinkommen in meinem Stream, der nicht irgendwie ein 12-jähriges Fortnite-Kiddie ist und bewandert irgendwie mit Instagram-Dingsbums und mir erklären, wie man dann Link einfügt in die Story. Ich check's nicht. Ohne Witz. Ich lösche es. Es hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Ich verstehe nicht, was das soll. Und dann kommt halt natürlich auch niemand rein, weil die Leute denken sich halt, ja, das ist mir zu blöd. Diese zwei Klicks auf sein Profil und dann noch der Klick auf den Link ist mir zu blöd. Die wollen auf einen Klick dorthin kommen, in den Stream. Und das ist das Problem, weil das können sie nicht, weil ich es nicht einfügen kann, weil es auf Instagram nicht funktioniert wie auf anderen Websites. Ich verstehe nicht, warum. Auf Facebook geht's doch auch.
Ich check's nicht. Ich will das hier nicht irgendwie einen Instagram-Kritisierungsstream hier draus machen, aber es kotzt mich an. Und das schon seit längerer Zeit. Ich check's nicht. Aber was ich auch nicht check, ist, wie ich jetzt so schnell verrecken konnte. Als Predator. Ich check's nicht. Vielleicht schaue ich mal. Es gibt doch ein neues Gewehr. Das habe ich noch gar nicht probiert. Die Hammerhead, jawohl. Die macht mehr Schaden als alle anderen, schätze ich mal. Oh, nicht ganz, nö. Nee, ist nur ziemlich präzise. Das wird der Schlüssel sein. Vielleicht soll ich die mal nehmen. Am Lauf angebrachten Granatwerfer. Ey, kann man den echt abfeuern? Heißt echt ein Granatwerfer? Oder ist es bloß so zu zierte? Weil es wäre ein bisschen OP, wenn du gleichzeitig Granatwerfer und MG in einem hättest. Nicht nur ein wenig, actually. Wäre schon arg OP. Dann brauchst du keine Granaten mehr ausrüsten. Vielleicht war es ja das, was mich eben zerstört hat. Ich meine, ich habe keine Explosion gehört. Soweit ich weiß, haben die nur mit einem Sturmgewehr auf mich geschossen, aber es stelle ich mir gefährlich vor. Wenn jemand mit dem Gewehr gegen den Predator spielt. Das ging aufs Ei. Wir haben sich bloß verrucken. Und dann bricht einem fast das Ei. Ja, Leute. Dann geht halt nicht auf mein Ding. Ich check's nicht. Ach, lange wartet sein. Bin es ja gewöhnt. Als Predator Main sozusagen. Habe ja die meiste Zeit eigentlich bloß Pred gespielt. Aber es ist ja nichts im Vergleich zu dem, wie lange man normalerweise warten muss. Ne? Normalerweise 6-7 Minuten Minimum. Bin gespannt, wie lange es jetzt dauert. Also damit muss man rechnen auf jeden Fall. Auch wenn jetzt der Schwarzenegger DLC draußen ist und die meisten Leute wahrscheinlich Feuerteam spielen, aber es kann trotzdem noch sein, dass die Leute schnell genug davon haben und wieder zurück zum Predator wollen. Und dann sind die Wartezeiten wieder länger. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich dieses Zeitfenster schon verpasst, wo die Wartezeit plus 2 Minuten betragen hätte als Predator. Ich weiß es nicht. Schön ist, dass von YouTube das Ding wieder funktioniert, diese Funktion, dass es das Spiel anzeigt, den Link zum Spiel. Das hat letztes Mal nicht funktioniert, irgendwie hatte ich noch ein anderes Spiel, weil ich ein anderes Spiel vorher gespielt habe, ich weiß nicht mehr, was es war in dem Fall. Ich glaube, es war Predator und ich habe aber Star Wars Battlefront gespielt, aber da ich das letzte Mal Predator gespielt habe, hat es das als Link unten angezeigt und nicht Star Wars Battlefront 2. Das macht es manchmal, das hat manchmal so Probleme. Oder wie ich, aber okay, das kann ich verstehen, wie ich das Resident Evil 2 Remake gespielt habe. Hat es einen Link gezeigt zum Original Resident Evil 2, dass ich das Spiel spiele. Aber das kann passieren, weil das hatte den gleichen Namen. Capcom hat es ja dummerweise nicht Resident Evil 2 Remake genannt, sondern einfach Resident Evil 2. Das heißt, jetzt gibt es zwei Spiele, die so heißen. Und da kann es vielleicht der Algorithmus manchmal nicht ganz auseinanderhalten, wie auch immer das funktioniert. Ja. Sonst sind halt solche Technikprobleme.
mit denen sich Entwickler rumschlagen müssen, aber ich nicht. Muss ja mich nicht interessieren, weil ich nur mal erwähnen. Ich meine, ist nicht schlimm, ist mir egal, was da für ein Spiel unter meinem Video angezeigt wird. Aber ja, so ist das eben im Leben. Jetzt versuche ich mal eine gute Runde als Predator zu spielen. Ich brauche eine andere Maske, wenn ich hier für Last of Us Let's Playen will. Ich brauche eine andere Maske. Ich wollte mir eine basteln. Eine neue. Ich komme aber nie zu irgendwas irgendwie. Das ist komisch zu erklären. Wieso ich nie zu was komme. Ich habe ja eigentlich Zeit für alles. Aber man hat halt nicht, auch nicht immer Bock. Können wir bitte starten? Ich drücke jetzt einfach Start. Dass er schon mal runterzählt. Dann spiele ich halt 1 gegen 3. Ich meine, mich stürzt nicht. Mich würde es eher freuen. Dann habe ich höhere Gewinnchancen. Oh, natürlich. Geht raus, ihr Affen, Alter. Ich hasse sowas. Ihr verdammten... Oh, ich will nicht beleidigen, weil es YouTube ist, aber boah, meine Güte, gib mir sowas gegen den Strich, ey. Ja, lief doch. Kein Mensch denkt an mich, ich bin der Predator-Spieler. Ich darf jetzt wieder 5 Minuten suchen, ey, leckt mich doch. Meine Güte. Einfach mal sozial sein und drin bleiben und sich denken, ja, 3 gegen 1 kann man mal spielen. Ich hatte schon mal ein Spiel letztens, da war vor Ablauf der Hälfte der Missionszeit waren meine 3 Teammates tot. Und ich musste mich allein durchbeißen und das habe ich geschafft. Indem ich einfach, glücklicherweise war es ein bisschen eine Stealthy-Mission, wo ich nicht viel ballern musste noch. Die meisten Objectives waren erledigt. Und ich habe mich dann gar zum letzten Objective irgendwie hingeschlichen, habe das erledigt. Habe mich mit Schlamm eingecremt, ne. Natürlich, damit er mich nicht tracken kann, der Predator. Der hat mich nicht gefunden. Und ich habe einfach das letzte Objective abgeschlossen und bin dann zum Helikopter geschlichen. Und da hatte ich dann auch Glück, da... Gut, ich hatte Glück, muss man sagen. Ich hatte wirklich Schweineglück, weil der Predator ist nicht gekommen. Der war wahrscheinlich am anderen Ende der Map. Und hat sich schnell genug zum Extraktionspunkt geschafft. Und da habe ich es noch. Und dann bin ich als einziger Überlebender entkommen. Von der Map. Das hat mich selber überrascht. Ich habe mir gedacht, irgendwo auf dem Weg entdeckt er mich, findet er mich irgendwie. Vielleicht hat er dieses Perk drin, wo man die Fußspuren verfolgen kann in der Thermosicht. Dann bist du sowieso im Arsch, auch wenn du nicht mit Schlamm eingräbst. Aber es war dann doch nicht so. Der Typ hat mich nicht gefunden. Ich war als letzter Überlebender, habe ich es überlebt irgendwie. Also das ist möglich. Es ist definitiv möglich. Ich habe auch mal, als wie ich Predator gespielt habe, hat einer allein überlebt. Gut, okay, das lag auch ein bisschen an mir. Weil ich habe einen auf ehrenvoller Predator gemacht, auf ehrenvoller Jäger. Und habe darauf verzichtet, ihn mit der Plasmakanone wegzuballern einfach. Sondern weil er der Letzte war und er hat sein Messer gezogen, habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mich auf ein Duell ein. Und das Duell hat er gewonnen. Damals wusste ich noch nicht, das war, ich glaube, der erste Tag nach Release Day sogar, glaube ich. Und da wusste ich noch nicht, wie stark dieses Messer ist. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis die Spieler rausgefunden haben, hey, diese Parierfunktion, das mit dem Messer, das ist ultra stark und kannst dir mit dem Messer ziemlich viel Schaden machen. Und da habe ich das zum ersten Mal dann richtig gemerkt. Als der Typ, als ich mit dem Duell habe, habe gemerkt, was zum Teufel, der messert mich hier runter. Ich bin am Verlieren. Wie ich das realisiert habe, wo ich gedacht habe, boah, shit, das hätte ich nie gedacht, dass ich das verlieren könnte, sonst hätte ich es nicht, auch wenn es scheiße klingt von mir, sonst hätte ich mich nicht auf dieses Duell eingelassen. Was? Moment, ist das echt?
Ist das echt? Sag mal. Zum Teufel. Da muss ich es mal wieder spielen. Wisst ihr, was ich gerade gelesen habe? Ich bin etwas schockiert. Ich bin etwas baff. Angeblich wurde ein neuer Killer für Dead by Daylight enthüllt. Und es ist Pyramid Head aus Silent Hill. Das kam ja out of nowhere. Hat ein Kumpel gerade auf Instagram. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er das bloß so, ob das irgendwie ein Fan-Mod oder sowas ist. Ein Fan-Mod oder ob das jetzt echt ist. Das ist. Boah. Das wäre ja überkrass. Da müsste ich mal wieder Dead by Daylight spielen. Den DLC müsste ich kaufen. Das ist echt! Das ist echt! Das ist echt! What the fuck? Also das ist mega. Das ist mega. Muss ich ehrlich sagen. Das ist Hut ab. Das ist... Boah. Nein, ich muss mal wieder bei Daylight spielen. Boah. Bisschen blöd, dass ich hier ein anderes Spiel rede als über das, was ich gerade spiele. Aber boah, das ist genial. Das ist übel. Das muss ich mal wieder Dead by Daylight spielen. So. Oh, Verbindungsaufbau. Hoffentlich kackt es nicht ab. Endlich. So viel kürzer sind die Wartezeiten dann wohl doch nicht durch das DLC. Das ist ein bisschen enttäuschend. Schauen, das Licht ein bisschen heller machen. Das Beleuchtung kotzt mich immer noch an. Ich brauche immer noch sowas wie einen Scheinwerfer, aber mir kommen der Sache näher. Es wird immer professioneller hier bei Nerd Mask Entertainment. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen Kameraarm. Ich habe ein super Mikrofon. Ich habe einen super Laptop. Jetzt bräuchte ich noch eine super Lampe oder sowas. Irgendwas zur Beleuchtung und ich wäre zufrieden. Wobei... Vielleicht noch ein Gaming-Sessel. Oder ein Headset, wo das Mikrofon gut ist, dass ich nicht immer das Riesige brauche. Weil das ist eigentlich, das ist zwar gut. Das ist zwar gut, aber es steht halt auf dem Tisch. Und deswegen muss ich immer nah am Tisch sitzen. Und das, ich weiß nicht. Willkommen, Mesk. Nette Frage für den Anfang. Warum spiele ich immer so spät? Weil ich vorher am Tag noch andere Sachen zu tun habe. Du wirst es kaum glauben. Menschen haben andere Sachen zu tun, als den ganzen Tag zu zocken irgendwie. Und ich weiß nicht, wann du deine Streams machst oder beziehungsweise deine Videos aufnimmst. Aber ich kann halt nicht früher. Was ist denn hieran spät jetzt? Es ist 21.50 Uhr hier. Ich persönlich empfinde das nicht als spät. Spät ist für mich... Boah, keine Ahnung. Frühestens ab 2 Uhr morgens ist für mich spät. Das ist für mich spät. Aber alles andere weiß nicht. Sorry. Will jetzt nicht niemanden anfeinden, aber wie alt bist du? 21.50 Uhr war für mich das letzte Mal spät. Da war ich, keine Ahnung, 10.
Früher ist Autokorrektur war. Du hast aber davor immer so schön deine Livestreams früher ist drin. Und du willst mit mir ernsthaft. Ich soll mit dir ernsthaft über E-Mail kommunizieren. Über E-Mail. Wo man schreiben muss. Das weißt du schon, dass man da schreiben muss. Und wenn ich jetzt hier sehe, aber wie du schreibst, dann denke ich mir, oh, das wird eine schwierige Kommunikation. Das ist auch einer der Gründe, actually, warum ich dich noch nicht angeschrieben habe. Weil ich mir vorstelle, dass es eine sehr schwierige Kommunikation wird. Oder es kann auch sein, dass du dir einfach keine Mühe gibst, dass du denkst, ja, es ist, ich bin am Handy und es geht gar nicht besser und es rumgetippe. Oder von der PlayStation, das ist auch schlimm. Alter, die virtuelle Tastatur von der PlayStation geredet habe, habe ich diesen Ding, ich hatte noch kein Handy mit Internetzugang ganz früher und dann habe ich immer den Internetbrowser von der PS4 benutzt. Ja, ja, dann ist okay, das ist Rechtschreibkorrektur. Ich meine, ich persönlich würde dann trotzdem am Handy auch drauf achten. Weil es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so schlimm, wenn man mal einen Buchstaben vergisst, da jetzt bei Wieso oder so. Oder mal Autokorrektur irgendwas unverständlich macht. Aber ich muss halt verstehen, was du meinst, ne? Du schreibst halt, du haust halt manchmal Sätze raus und ich sitze da und denk mir. Hä? Was wollte ich erzählen? Ich war immer früher, habe ich diesen Internetbrowser auf der PS4 benutzt, nebenbei, wenn ich mit Leuten im Partychat war und boah, diese, da musst du ja mit dieser virtuellen Tastatur dann, oh, jetzt bin ich ins Feuer, ich brenne, I'm on fire, muss ich mit dieser virtuellen Tastatur irgendwie schreiben. Wenn ich irgendwas gesucht habe oder so und das war, boah, das hat mich jedes Mal angekotzt. Das ist mega blöd. Ich wollte mir schon fast so eine Tastatur dafür kaufen. Für die PlayStation. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil ein Jahr später habe ich dann ein Ding bekommen. Habe ich dann einen Laptop bekommen. Oder war denn nö, ich habe das längere Zeit gemacht. Ich habe nicht erst den Laptop bekommen. Den Laptop habe ich vorletztes Jahr bekommen. Irgendwas. Ich spiele bloß gegen Dutchess. Nein. Gegen zwei Dutchess. Einer ist Aufklärer, einer Speer. Okay. Immerhin, ich habe den Alarm aktiviert. Sind da hinten? Oder wo sind die? Ist doch einer. Da hinten rennt einer. Wo sind sie denn? Hallo Sirius. Nicht ich bin hier der Inkompetente. Was meinst du damit? Was hat sich geändert? Ja, was soll sich geändert haben? Jetzt kannst du halt Arnold Schwarzenegger spielen. Das Problem ist, dass dann alle, wenn andere Arnold Schwarzenegger spielen, die auch so aussehen. Also sie haben es nicht gemacht wie in The Last of Us, dass es dann aussieht, auch wenn dein Kumpel irgendwie die andere Seite gewählt hat, dass ihr dann gleich aussieht, sondern es ist wirklich so, alle schauen dann aus wie Arnold Schwarzenegger und das ist ein bisschen scheiße. Das nervt mich tatsächlich. Aber ansonsten ist eine coole Edition. Wo sind denn die? Die sind da oben. Ich hab gedacht, die. Ach, dann hat die KI auf mich geschossen. Wie hat mich die KI denn entdeckt? Schweinchen! Sorry. Ich konnte nicht widerstehen. So, wo sind jetzt meine. Irgendwo da oben auf jeden Fall. Sag mal. Wo sind sie denn? Ich habe es gehört. Oh, da sind sie. Ich sehe sie laufen. Jetzt ist vorbei.
als die KI. Ja, das wollte ich nicht, aber okay. Was soll ich dir denn in der E-Mail aber schreiben, was ich dir hier nicht sagen kann? Ich meine, ich werde garantiert keine irgendwie keine persönlichen Geheimnisse erzählen bei unserem ersten schriftlichen Austausch, wie irgendwie, keine Ahnung, dass ich unter der Dusche zu Michael Jackson tanze oder sowas. War jetzt nur ein Beispiel. Aber ich weiß nicht, was du dir davon erwartest, ehrlich gesagt. Ich meine, das können wir trotzdem gern machen, wenn du das unbedingt willst. Also miteinander kommunizieren über E-Mail, nicht zu Michael Jackson tanzen, obwohl ich das gern mache. Nein. Warte. Wir legen da eine Falle ab. Oh, ist der tot? Nein, der ist entkommen. Schweinehund. Das war ziemlich schlau. Ah, ich sollte aufhören damit. Sind sie. Ich lese den Chat erst nach der Runde, okay? Oder wenn ich mich heilen muss oder so. Weil während der Action, das tut mir leid. Bitte verzeih es mir. Weil du hast ein bisschen eine lange Nachricht geschrieben. Ich würde mir dir gleich meine Aufmerksamkeit, wenn ich die schwarzen Eggers hier erledigt habe. Wo sind sie denn? Oh. Jetzt knallhart ihre Mission oder was? Kumpel, nein. Böse Arme. Ah, scheiße, ich muss hier raus. Ah, fuck. Fuck. Ach, Dutch, komm schon. Ich bin ein anderer Predator. Ich bin nicht der, der dein Team ausgelöscht hat. Du musst nicht sauer auf mich sein. Gut, okay, ich meine, ich habe gerade nochmal einen Teammate von dir getötet, aber was soll's schon. Es war ja kein Mac oder Blaine, die sind ja ersetzbar, ne? Das ist ja entbehrlich. Ich freue mich über einen Monat auf deine E-Mail. Irgendwann habe ich dann auch keine Toleranzgrenze mehr. Welche Toleranzgrenze? Passiert jetzt irgendwas? Dass Mask irgendein Fake-Account von Rüdiger oder Merch ist. Ja, nein, denke ich nicht. Schau mal auf sein Profil. Er hat Videos, wo ich sagen kann, das ist nicht Julian, den hätte ich an der Stimme erkannt und Merch, keine Ahnung. Ja, gut, den auch. Das ist er nicht. Er ist schon ein echter Typ. Ich frage mich nur irgendwie, keine Ahnung. Ich komme halt nicht dazu. Ich bin allgemein, falls sich das tröstet. Ich bin allgemein, ich tue mir schwer mit so sozialen Kontakten und so. Und ich tue mir... Ach, jetzt bin ich rausgekommen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, Arnie. Warum musst du mich immer ablenken, wenn ich irgendwas Wichtiges sagen will? Warte,
schon, komm schon. Bleib doch mal stehen, Alter. Alter, jetzt. Warum wechselt er die Richtung? Schnauze voll. Du bleibst jetzt stehen, verdammt nochmal. So. Schnauze voll. Du kommst mit was rein? Schon Arnie. Ja, ich habe ihn. Ach, das war eine Kanone, das war verschwindet. Ah, jetzt habe ich nichts mehr für die Seilkanone. Die Netzkanone. Ach so, du bist im Account kein Mod, ne? Ja, macht Sinn. Das hätte ich doch machen können, sag's doch. Ist doch eh nicht wichtig, oder? Es ist ja gerade niemand hier, der Faxen macht, ist doch egal. Hätte es jetzt nicht unbedingt den Account wechseln müssen. Aber danke, dass du es gemacht hast. Ich meine, Mod ist ein Mod. Auch wenn man ihn gerade nicht unbedingt braucht. Ist hier irgendwo ein Schwein noch? Nö. Kein Schweinchen? Ah, er ruft Verstärkung. Oh, verdammt. Na gut, okay. Wenn ich Glück habe, läuft ihnen die Zeit aus, weil die haben nicht mehr viel. Vielleicht ist das ein Segen. Hallo, ich bin's, Nerdmask. Und was kommt dann als nächstes? Wenn ich fragen darf, ich frage ja, was du damit bezwecken willst. Du schlägst eine Partnerschaft vor. Ich mache mir irgendwie gerade Zeugen. Ich meine. Danach kommt ein Penisbild, oder was kommt danach? Was schickst du mir dann? Ah, da waren Schweine. Und tschüss. Nein. Habe ich noch eine Spritze zum Heilen? Habe ich noch eine Spritze? Weiß nicht, ob ich noch eine habe. Folgen die mir? Ich glaube nicht. Womit wollte ich so Kommentare hinterlassen? Wieso Freiheitsaccount? Weil du Border White heißt, aber du heißt Border White. Ne, nicht mehr, ich weiß nicht. Welchen Kommunistennamen du hattest, ich kenne mich nicht aus mit Kommunismus. Ich glaube, das war jetzt irgendeine Kommunismus-Anspielung von dir, oder? Ich weiß es nicht. Ah, die sind noch da. Leben sie noch 3 Minuten. Ich habe keine Netze mehr, was machen wir denn da? Ah, bei einem anderen Ding sind sie. Da sind sie. Oder? Ein Streaming-Account bleibt sauber.
Wieso denn sauber? Ich finde es halt nicht cool, weil ich kann mir denken, was du damit meinst. Aber ich finde es nicht cool, dass du, um dumme Kommentare zu schreiben und dich irgendwie blöd aufzuführen und irgendwelche, ich weiß, ich mache hin und wieder irgendwelche Witze, die, ich will es nicht kategorisieren, aber die nicht so toll sind, sagen wir mal so, wo einige Leute sich angestoßen fühlen könnten. Und ich finde es halt blöd, dass du immer extra solche Accounts dafür machst, solche Fake-Accounts, weißt du? Du solltest jetzt nicht, wenn du ein ehrlicher Streamer sein willst, solltest du dich so geben, wie du bist halt. Ich meine, irgendwann kommt's raus, wie du wirklich bist. Du kannst dich halt nicht ewig verstellen. Ich meine, ich mach's ja auch nicht anders. Ich fluche hier auch rum, wie ich will und so. Und vielleicht wird mir das irgendwann mal zu Verhängnis, aber dann ist es halt so, weil das bin halt ich. Ach scheiße, ich erwische sie nicht mehr. Ich hab doch die Kanone ausgewählt, Alter. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich meine, das ist ja deine Meinung, das ist ja dein Bier, aber... Ich finde das, wie ich schon gesagt habe, schon mal, wie du da Facebook deaktiviert hast, komplett. Ich meine, jetzt hast du doch wieder einen Account, wo du sogar deinen vollen Namen hast. Was hat es denn für einen Sinn? Wofür hast du dann den anderen sozusagen verlassen? Ich check's nicht. Das check ich echt nicht. Das macht doch keinen Sinn dann. Ich meine, ich kann den, wie gesagt, ich kann die Gründe verstehen, warum du gern versuchst im Internet, sag ich mal, irgendwie ja nicht zu schreiben, was man irgendwie falsch verstehen könnte und dir irgendwie nachhängen könnte oder so. Ich kann's verstehen, aber irgendwie machst du das falsch. Tut mir leid. Irgendwie sind deine Methoden, das zu erreichen, nicht wirklich nachvollziehbar manchmal. Ein Story Game? Ja, tatsächlich, ich meine nicht direkt ein Story-Game, ist jetzt kein Full-Story-Game, ist auch ziemlich kurz. Aber Maneater habe ich mir heute gekauft. Das ist das Hai-Spiel, wo man ein Hai spielt. Hai-Spiel, wo man ein Hai spielt, ich mit meinen Erklärungen. Da. Es wird auf jeden Fall lustig. Und danach, wie gesagt, ja, dann kommt ja für Last of Us 2. Im Juni, also schätze ich mal, danach spiele ich für Last of Us. Ja, ich habe auch überlegt wegen Maneater, weil es sind halt, wie viel habe ich dafür bezahlt? 38,90 oder so. Es ist billiger als zum Beispiel im PlayStation Store, ist ein paar Euro billiger. Aber ich habe mir da auch schon gefragt, ja, ist es mir das wert? Ist es mir das nicht wert? Ich weiß nicht. Es soll halt ziemlich kurz sein, das Spiel. Es soll nicht schlecht sein, aber es soll auch nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, es soll kurzweilig sein. Dann habe ich mir auch gedacht, will ich das ausgeben? Da habe ich es halt doch gemacht. Da habe ich gedacht, ja, was soll's? Ich habe mir lange kein Spiel mehr gekauft. Wirklich lange nicht. Aber es ist gut. Hunting Grounds. Aber das hatte ich ja vorbestellt. Das war ja schon bezahlt. Von daher zählt nicht wirklich. Das hatte ich mir letztes Jahr schon gekauft. Was war denn davor mein das Spiel, was ich mir zuletzt gekauft habe? Vor Predator. Also bevor ich Predator gespielt habe, ich weiß es gar nicht mehr, was ich davor gespielt habe. Irgendwas war am Anfang, es liegt mir... Ach ja, Resident Evil 3, genau. Stimmt ja, wie kann ich Resident Evil 3 vergessen? Wie kann man das vergessen? War ja so ein legendäres Spiel, so ein geiles Remake. Nicht. Ich meine, es war trotzdem, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Alles in allem war trotzdem... Schon okayes Spiel eigentlich. Es war nicht kacke, kann man nicht sagen, aber es war jetzt auch nichts Weltbewegendes, nicht das, was ich erwartet hätte, wie gesagt. Und ja, das war das letzte Spiel, was ich gekauft habe.
Seitdem wann war das? Wie lang ist denn das jetzt her? Ich weiß gar nicht, wie lang ist das her? Habe ich irgendwie einen Gedächtnisverlust? Hatte ich letztens einen Blackout oder so? Dass ich das nicht mehr weiß. Wann kam das denn raus? Resident Evil 3, weißt du das noch? War es im Februar oder im März? Ah, im April. Ja, dann sind es bald 2 Monate, also habe ich mir gedacht, ja, ich kann mir mal wieder ein Man Eater, kaufe ich mir mal. Ich habe kurz gedacht, überlegt, Final Fantasy 7, habe ich mir gedacht, nö, das, wenn ich streamen wollte, es wäre schon was, wo ich mal streamen wollte, weil ich glaube, da wäre es auch interessant, so meine Reaktion zu sehen, weil ich habe das Original nie gespielt und da würde sich das wohl so lohnen, mit Facecam das zu streamen für mich. Weil ich da ziemlich neu bin, wäre in dem Spiel. Da habe ich, so ohne Vorwissen würde ich da direkt reinstolpern. Aber habe ich mir überlegt, nö, ich muss ja bald, jetzt kommt ja bald für Last of Us 2 und ich muss das 1er vorher noch streamen. Und da habe ich eventuell nicht genug Zeit für Final Fantasy 7. Also denke ich mal, das hole ich mir später. Das kaufe ich mir in irgendeinem Sale oder so. Das ist garantiert irgendwann irgendwo mal runtergesetzt. In 2 Monaten oder so. Und dann hole ich es mir vielleicht. Aber jetzt hat erstmal auf jeden Fall für Last of Us Priorität, würde ich sagen. So. Ach ja, ich bin es Arnold Schwarzenegger übrigens. Was richtig enttäuschend ist. Sie haben keine Sprüche für ihn reingebracht. Ich könnte kotzen, ne? Sie haben bloß... Gut, okay. Sie haben einen Haufen Sprachaufnahmen gemacht. Du kannst... Diese Dutch Tapes sind dafür ziemlich lang. Also diese Tapes, wo sie reingebracht haben. Wo Dutch reinspricht, diese Audiologs, wo Dutch erklärt, was er gemacht hat und was er halt macht die letzten 38 Jahre, wo Dutchs Geschichte erzählen sozusagen. Nach dem ersten Predator-Film. Das ist echt cool, da habe ich mal reingehört. Die sind echt lang, die Tapes. Das eine ging irgendwie 3 Minuten lang, wo ich reingehört habe. Aber ich finde es halt schade, dass ich keine Kommentare oder so für ihn eingesprochen haben. Irgendwie irgendwelche lustigen Get to the chopper oder so. Weißt du, das ist echt, das ist verdammt schade. Hack die Kameras und ping den Empfänger an. Ja, du mit Turnen und Wolfenstein. Ja, ich weiß, was du zockst. Du fokussierst dich mehr oder weniger auf Shooter, ne? Ich müsste mich vielleicht auch mal auf was fokussieren. Ich mache halt so hin und her. Ich fokussiere mich halt nicht wirklich auf was. Ich habe auch überlegt, das ist jetzt wieder Non-Gaming. Aber jetzt kann ich es ja mal ansprechen, wo ich endlich mal Zuschauer habe. Ich habe überlegt, ob ich mich mal an einem Podcast versuche. Kennst du Podcast, wo einfach nur so wie so eine Sprachaufnahme ist, wie so eine Radiosendung, wo jemand über ein Thema redet. Jemand, einer oder mehrere Leute. Meistens, ich meine, ich kann jetzt keine Stargäste einladen oder so dazu. Die Reichweite habe ich nicht, aber ich meine einfach mal so über ein Thema reden, so am Mikrofon. Ich meine, ich könnte mich auch aufnehmen dabei mit Kamera, aber ich denke, ich mache nur eine Tonaufnahme und tue vielleicht irgendwie ein Gameplay draufhauen ohne Ton von irgendeinem Spiel. Nichts Actionreiches, irgendwas Friedliches vielleicht. Was Friedliches? Gibt's friedliche Spiele? Journey gibt's, Fee gibt's. Doch, es gibt ein paar friedliche Spiele. Ein paar chillige. Ich könnte auch Shadow of the Colossus rein. Das ist nicht friedlich, weil man 16 Kolosse tötet. Aber Shadow of the Colossus Gameplay, wenn du so durch die Landschaft reitest, allein wirkt halt melancholisch. Das würde vielleicht dazu passen. Weil, und zwar. Ich will einfach mal über ein Thema reden, was mich öfter beschäftigt. Mich letztens wieder ziemlich stark zum Nachdenken gebracht habe, und zwar so wisst ihr, so kitschig es klingt, aber der Sinn des Lebens, was ist der? Das ist nicht einfach zu beantworten. Diese Frage und mehreren Antwortansätzen sozusagen würde ich mal gern auf den Grund gehen. Würde ich mal gern Gute Nacht Mask würde ich mal gern ergründen. Also so als erstes Thema, mache ich noch andere. Mir ist noch eingefallen, vielleicht mache ich was zum Thema Feminismus, obwohl das ganz, ganz dünnes Eis ist. Ich will nicht irgendwie von YouTube dafür gebannt werden oder so. Ich weiß nicht, die Internet-Hierarchie momentan ist ja schon ziemlich
ziemlich streng. Inzwischen werden schon Leute, wenn du irgendwie schreibst auf Facebook irgendwie, dass Masken irgendwie, das langes Mundmasken tragen irgendwie schädlich wäre irgendwie für die Atmung. Da wurden schon Beiträge gelöscht, habe ich gehört. Obwohl es ja eigentlich von der Logik her eigentlich stimmen könnte. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Professor oder Arzt oder so, der von sowas eine Ahnung hat, aber ich merke das, wenn ich das Ding auf habe, dass ich weniger Luft kriege. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf die Dauer jetzt nicht die wenn ich sie jeden Samstag trage oder so, wenn ich einkaufen gehe, das ist nicht schlimm. Denke ich aber, wenn du jetzt wirklich jeden Tag irgendwie zur Arbeit musst, dann musst du es da tragen. Das kann auf die Dauer schädlich sein, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist halt immer noch, und dann wird halt behauptet, wenn halt mit der Begründung Posts gelöscht, dass es nicht erwiesen ist. Ich würde mal behaupten, weil es ja allein schon, das ist beweisbar, weil es schon allein von der Logik her ja sich leicht erschließen lässt. Ne, aber halt so gesehen, wie drücke ich es am besten aus? Die Wahrheit ist nicht das, was wahr ist meistens. In manchen Fällen ist die Wahrheit das, was die Regierung dir sagt. Einfach gut gesagt. Ist in manchen Fällen einfach das die Wahrheit. Oder wird halt so angesehen. Ich weiß nicht, wie es ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ihr gleich ins SWAT-Team reinspringt. Ah, ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen. Oh, sie haben es geschafft. Ich hab cooles Ding. Übrigens, schau mal mein Messer an. Cool, ne? Das ist eine Handgelenksklinge von einem Predator. Das er als Messer benutzt. Ha, jetzt ist er raus. Das ist ihm zu gefährlich geworden, wie ich geredet habe. Ich habe die große Hierarchie in Frage gestellt. Das Mergel-Imperium. Ich böse mich. Wie kann ich daran nur zweifeln, dass die uns immer die Wahrheit sagen? Ich bin ja so schlecht. Oh, da ist noch einer. Da sind noch ein paar. Wir sollen mit noch abknallen. Das Exemplar ist im perfekten Zustand. Sie haben der Menschheit einen Dienst erwiesen. Ihr Bonus erwartet sie. Ein friedliches Spiel, Journey würde ich. Ja, genau, Journey. Habe ich auch gesagt. Ja, Journey habe ich. Muss ich mal aufnehmen. Ein bisschen was. Oder Flower. Flower ist auch schön. Wenn man sowas redet. Tricky. Okay. Coole Runde. Schade nur, dass es nicht die Runde war, in der ich das OBLF-Tape gefunden habe. Wäre cool gewesen, wenn ich das vorhin gewonnen hätte. Aber es war ja der erste. Das war ja das erste Match vorhin, wo ich das Tape gefunden habe. Wie man so schön sagt, das Beste muss zum Schluss kommen und das Schlechteste am Anfang. Oder so ähnlich. Ich meine, das ist... Ist es nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Ist es nicht eigentlich auch von der Logik sich erschließbar, dass man... Ich meine, wenn das Beste zum Schluss kommt, muss das Schlechteste am Anfang kommen, oder? So ähnlich stelle ich es mir vor. Ich weiß es nicht. Das heißt, so ähnlich stelle ich es mir vor, aber das ist halt irgendwie sagt es die Logik so, würde ich sagen. Die Logik. Ich glaube an die Logik. Ja. Ich
rede immer viel von der Logik und so. Obwohl ich selber nicht die Schlauste bin. Ich habe jetzt Onkel Bob. Verstehst du die Anspielung? Dennis, das muss ich dich mal fragen, das habe ich vergessen. Ich habe dieses Ausrüstungsset Onkel Bob genannt. Weißt du warum? Verstehst du, worauf das eine Anspielung ist? Andi wüsste es. Das weiß ich. Schau mal, der hat eine Predator-Maske an der Schulter. Sieht so badass aus. Der hat einfach in den Jahren nach dem ersten Teil Predators gejagt. Und deswegen hat er jetzt irgendwie... besteht seine Ausrüstung teilweise aus Predator-Rüstungsteilen. Das ist übelst badass. Und dann diese Narbe, der hat auch so eine Narbe hier an der Seite. Das ist von dem Netz, da den Netz erwischt. Von dem Predators, diese Netze, wo sich zusammenziehen. Übelst cool. Jetzt soll ich mir jetzt mal das Sturmgewehr von ihm nehmen, hä? Ich probiere das jetzt mal aus. Das neue. Die Hammerhead. Das ist ziemlich präzise. Habe ich dann ein anderes Design dafür? Nein, da haben wir noch kein Design dafür. Ich glaube, das kommt erst später. Nein, das war nicht damit gemeint. Aber das ist lustig. Gay Activist. Nein, Alter. Denk doch mal nach, wie kannst du es nicht wissen? Du bist... Alter, in Videospielen kann man so gut mit dir reden, aber du hast null Ahnung irgendwie von Filmen gefühlt. Onkel Bob, so nenne ich ein Ausrüstungsset mit dem Skin von Arnold Schwarzenegger. Du hast den, also den Film dazu hast du gesehen, das weiß ich. Zu 100%. Ich sag's nicht. Ich sag's. Frag nach dem Stream Andy. Der wird sich ein Facepalm geben und wird sagen: Ey, Alter, wie konntest du das nicht wissen? Robert Oppel, AG San Francisco. Nein, Onkel Bob ist nicht schwul, oder ich weiß nicht, ob er sich. Also den Onkel Bob, ich meine. Oder ich weiß nicht, ob er sich. Geht eigentlich schwer, dass er sich als was. Als irgendein Geschlecht oder irgendeine Sexualität identifiziert. Aber um das zu erklären, müsste ich verraten, um wen es geht. Mit diesem Onkel Bob. Und das verrate ich jetzt nicht. Das muss jemand erraten im Chat. Nein, hat's nicht. Mit einem Weihnachtsfilm. Aber der ist auch cool. Der ist auch cool, der Weihnachtsfilm mit Arnie. Der ist auch legendär. Oh, Scheiße. Google hat sich wieder eingeschaltet. Nein, nicht mit Predator. Und Predator heißt ja Dutch. Alles gut, ich bin immer für dich da. Ist ja Dialog. Da hat sie wieder irgendwas mitgehört und hat drauf geantwortet. Oh, cool. Könnt ihr es lesen? Ich weiß es nicht. Du hast ja wirklich eine Zeile aus dem Film gerade zitiert, ne? Onkel Bob. Ja, genau. Terminator 2. Onkel Bob. Oh, Scheiße. Mach das Mikro aus. For the love of God, please. Aus dem Dschungel heraus agiert. Wir wissen zwar nicht, wie sie an eine Notenpresse gelangt. Das ist also in Terminator 2 zu den Mexikanern fahren, zu Sarah Connors Freunden und sich mit Waffen ausrüsten. Und die kennen ihn ja nicht, die kennen ja den Terminator nicht. Und die fragen halt, wer ist das? Und dann sagt
John Connor so, das ist mein Onkel Bob. Onkel Bob. Irgendwie Terminator-Fans, glaube ich, geben diesem Modell, also dem Terminator aus dem zweiten Teil, den Arnold Schwarzenegger spielt, geben dem diesen Spitznamen, also irgendwie in Forums-Diskussionen oder so verwenden sie das für diesen Terminator speziell. Der heißt Onkel Bob, ist einfach vom Fandom aus. Lageralarm. Oh, das war der Pratt. Feinde sind unterwegs. Ach, warum haben sie denn keine Ending-Kommentare für Arnie aufgenommen? Das wäre so cool gewesen, wenn irgendwie wenn der Predator blutet und der dann einfach so sagt, so, wenn es halt in Englisch, if it bleeds, we can kill it. Das wäre einfach, das wäre episch gewesen. Ich weiß nicht. Das ist eine vertane Chance. Das ist richtig. Da haben sie was verpasst. Wo ist er? Ist gerade runtergeschmissen, oder? Na, ah! Wo bist du? Ich hab ihn. Sieht aus, als hätte sich die Situation verschärft. Bleibt in Bewegung und trennt euch nicht. Ach, geiles Gewehr. Was macht der? Das ist gesehen. Ah, der hat gehängt. Der ist gehangen, Alter. Hier muss der Predator da vorne. Der ist auf dem Dach, oder? Der ist garantiert auf dem Dach. Jetzt hat er das geschickt. Ja, stimmt. Die zwei wären auch cool, wenn kommen. Ich hätte auch gern den Predator irgendwie als Skin aus dem zweiten Teil. In City Hunter hätte ich auch gern. Aber ja, Danny Glover wäre auch cool. Das waren alle. Oder die Oma mit dem Besen. Das wäre auch cool. Ich sehe nicht, weil er in der Sonne steht. Geh mir aus der Sonne, du Arsch. Wo ist er jetzt? Ist es da hinten? Eine Blendgranate. Müssen wir langsam zu unserem Missionsziel, Leute. Hatte gerade einen Dutch mit Augenklappe? Das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Oh, verdammt. Habt ihr euch verlaufen? Setzt die Mission fort! Ja, dann müssen wir mal die Mission fortsetzen, ne? Ah, das sieht badass aus, oder? Mit Augenklappe. Ganz ehrlich. Das sieht cool aus. Muss ich auch machen, wenn ich die Augenklappe freischalte. Da ist er. Irgendwo da vorne ist er lang. Ja, warum jagen wir den Predator? Die Zeit geht flöten. Ich hab das gehört. Wie ist denn die Auflösung heute? Ich hoffe in Ordnung. Okay, wo ist er denn? Das ist ein schlauer Pred. Der ist so unnachgiebig, dass uns von der Mission komplett ablenkt. Ich glaube, ich bin gerade der Einzige, der weiß, der sich in Erinnerung ruft, dass wir noch eine Mission zu erledigen haben. Alle anderen haben es vergessen. Die jagen nur den. Wir wollen nur den Predator gerade erlegen. Predator. Wieso kann ich Predator nicht richtig aussprechen manchmal? Predator, 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 Predator. Ich sollte vielleicht seinen Namen nicht öfter als 5-mal sagen. Sonst erscheint er hinter mir und spießt mich auf. Oder wie war das in dem einen Film? Ah, das ist der falsche Film, ne? Ich weiß. Und
Nehmt die Scheine mit, damit aber die der Choke kam mir gerade angebracht. Wo kommen die Schüsse? Habt ihr wen verloren? Wo kommen die Schüsse? Direkt neben dir. Von da kommen die Schüsse. Wo kommen die Schüsse, fragte. Wie hieß der Manchar aus Predators? Royce. Und der Schauspieler hieß Adrian Brody. Was ist mit mir los? Warum kann ich das eher nicht aussprechen? Ich muss mal wieder was. Wo? Wo heilt er sich? The fuck, ist der hoch oder? Keine Ahnung, wo der ist. Es ist irgendwo daneben.